Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur Sendung. Meine Gäste heute sind Susanne Vinzenz Stauffacher. Sie ist Nationalrätin FDP Kanton St. Gallen und Präsidentin von der FDP Frauen Schweiz. Ich freue mich auf den Marco Kovic. Er ist Sozialwissenschaftler, Autor und Blogger. Und bei uns ist der Markus Somm. Er ist Verleger und Chefredakteur vom Nebelspalter. Mit Ihnen drei möchte ich gerne die drei interessantesten Themen vom Moment diskutieren. Und zwar Corona-Zahlen, die steigen, die Impfungen, die sinken. Jetzt soll eine nationale Impfwoche Abhilfe schaffen. Identitätspolitik jetzt auch in der Schweiz, sollen Begriffe wie Frau und Mutter langsam abgeschafft werden. Und wie Staats- und Präsidentschaft von Joe Biden, da machen wir eine Zwischenbilanz. Ja, der Impfenthusiasmus, der lässt deutlich nach. Jetzt hat der Bundesrat eine nationale Impfwoche initiiert. Mit Konzerten, mit Prominenten, die fürs Impfen werfen. Und in der Stadt Zürich bzw. im Hauptbahnhof in Zürich gibt es ein Impfdörfli. Das kostet nochmal 96 Millionen Franken. Die Frage ist, nützt das etwas? Bringt das jetzt noch den Schub, den es braucht, Susanne Vinzenz? Wenn man das wüsste. Also, dass man nochmal einen Schub braucht, ich glaube, das ist so. Ob jetzt da, der weiss halt letzter Schluss, also gerade bei diesen Konzerten habe ich ein bisschen gestutzt. So. Also, dass gelesen, das Konzert jemanden soll motivieren zum Impfen. Motivieren zum Impfen. Und es sind doch etwa 2,5 Millionen, die da offensichtlich von diesen maximal 96 sollen investiert werden. Da habe ich wirklich meine Bedenken. Also, Sie zweifeln ein bisschen. Ja. Markus, die Frage ist ja, wie viele Impfunwillige, die sich noch überzeugen lassen, gibt es überhaupt? Und lassen die sich durch so eine Kampagne auch überzeugen? Ja gut, eben erstens wissen wir nicht, wie viel, aber ich habe das Gefühl, die Leute, die jetzt sich nicht geimpft haben, die wollen nicht. Die wollen nicht und dann kannst du noch viele Konzerte veranstalten und dann kannst du wahrscheinlich sogar viel Geld zahlen, sie würden es nicht machen. Deshalb habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen eine Verzweiflungstat von der Behörde. Ich finde, es hat ein bisschen etwas, fast ein bisschen lächerliches Impfdörfli. Ich meine, Impfen ist trotz allem, ich bin auch geimpft, ich habe nichts gegen das Impfen, ich finde es tipptopp. Ich bin ja dafür, dass man impft. Ich würde das auch allen Leuten empfehlen. Aber ich finde, dass man dann nachher so ein Festival macht vom Impfen. Ja, ist doch lässig, gehen wir impfen. Ja, schön, Konzert. Das hat doch ein bisschen etwas Peinliches. Mhm. Marco Kovic, was findet sich? Ich meine, es gibt wahrscheinlich tatsächlich einen grossen Teil von der Leute, die jetzt einfach sich nicht impfen wollen. Die kann man wahrscheinlich mit so einer Massnahme nicht gut überzeugen. Vielleicht würde es viel mehr Information brauchen, eine Aufklärung. Aber ich glaube, das ist auch Teil von dieser Kampagne. Und das ist jetzt zum ersten Mal, finde ich, auch relativ gut gemacht. Das BAG hat zum Beispiel einen super Flyer zusammengestellt. Ein super Flyer? Wirklich ein super Flyer, wo man vier Seiten der wichtigsten Infos hat, kompakt, um das geht es. Das sind Nebenwirkungen, das sind Gefahren, das ist der Nutzen. Und das kommt an bei den Leuten, glaube ich. Und genau das brauchen wir. Aber ich gebe mir so meine Recht, wir hätten zu viel früher noch gebraucht. Mhm. Jetzt ist es fast ein bisschen strampel, jetzt rennen wir wieder in den Herbst rein, wo ungewiss ist. Und da weiss ich nicht, ob es zu wenig und zu spät ist. Ich finde, es hat auch etwas Unwürdiges. Ich finde, Behörden, so ein Flyer finde ich völlig okay. Die sollen nüchtern und sachlich informieren. Gut gestaltet, ist auch gut. Gut geschrieben, ist auch okay. Aber das Ganze eben, der Festivalbetrieb, es ist auch infantil. Ich meine, wir sind nicht mehr infantil ist ein bisschen Herzwort. Wir sind doch ein Kind, wo man muss irgendwie sagen, ja, jetzt kommst du noch ein Zückerli über und dann zack. Aber näher an die Leute, das finde ich gut. Oder? Also, es ist ja tatsächlich, jetzt haben wir uns ein bisschen auf die Konzerte da fokussiert und die finden wir, glaube ich, alle jetzt nicht so zielführend. Also kann ja trotzdem cool sein, denn, aber hat wahrscheinlich mit dem Impfen nicht wahnsinnig viel zu tun. Aber so zum noch ein bisschen näher an die Leute ich gebe zwar Herrn Sommer recht, dass es wahrscheinlich nicht mehr die grosse Masse ist, die wir jetzt erreichen können, weil es ist ja schon so viel gelaufen, Leute zu motivieren. Aber dass man jetzt vielleicht auch in Täler noch ein bisschen geht. Also wenn ich jetzt so denke, im Kanton St. Gallen, im Toggenburg, hat man mir gesagt, ja, wir müssen so weit eigentlich gehen, bis wir da irgendwo können impfen können, da sind wir nicht so motiviert, oder? Aber ich habe das Gefühl, dass das Argument jetzt eben schon weggefallen ist, weil ja, es hat eine Zeit gegeben, wo man können sagen, ja, es ist kompliziert mit der digitalen Arbeit. Und einen Termin abmachen und so. Aber unterdessen ist ja das so einfach geworden.
sich zu impfen lassen. Dass ich eben auch das Gefühl habe, dass die sich haben wollen, impfen lassen bis jetzt, auch wenn es noch unbequem war, die haben das alles gemacht. Ja, aber gemacht. Das sagt jetzt ein Städter oder aus den Agglomerationen. Also, ich meine, wenn man irgendwo sind, wo dann irgendwo der nächste Hausarzt schon weiss, wie eintäglich ist und der impft vielleicht nicht einmal. Also da könnte ich mir vorstellen, holen wir vielleicht noch ein paar. Aber Göteborg ist nicht die Wüste, Gobi. Nein, also, das ist definitiv nicht. Also, meine Familie kommt aus dem Göteborg. Und die Wüste ist sowieso nicht. Es ist wunderschön. Eben, und die gleichen Leute, die im Toggenburg wohnen, sagen ja dann immer wieder, sie brauchen unbedingt das Auto, genau aus dem Grund, eben, wie sie im Toggenburg wohnen. Die können also auch schon Auto fahren und auf Wattwil fahren und sich impfen lassen. Also ich habe einfach das Gefühl, das sind alles nur Vorwände oder, bis gesagt, wir probieren uns einzureden, irgendwo gibt es noch irgendwie gute Gründe, dass sie sich nicht impfen lassen. Nein, das sind Leute, die sagen, meine Risikoabschätzung ist anders. Ich bin 20, ich habe das Gefühl, Corona macht mir nichts. Das Risiko, dass ich irgendwo beim Impfen ein Problem bekomme, ist grösser, als dass ich nachher Probleme mit dieser Krankheit habe. Gut, aber die Behörde, der Bundesrat, steht natürlich vor der Aufgabe, irgendwie jetzt eine neue Welle zu verhindern, wieder eine Überlastung von den Spitälern zu verhindern und ist offenbar zum Schluss gekommen, wir müssen jetzt, das Impfen ist immer noch der Königsweg, auch wenn es nicht so viel bringt. Ich meine, was wären die Alternativen? Also ich glaube, man muss nicht unterscheiden zwischen das oder das, sondern das und das. Und ich glaube, wir müssen jetzt so eine multiple Strangstrategie fahren, dass man wirklich aufs Impfen setzt. Strangstrategie? Ja, sagen wir mal, unterschiedliche Stränge. Okay. Dass man sagt, das Impfen ist wirklich zentral. Ohne das Impfen wird es verdammt schwierig, die keine Pandemie hinter uns zu bringen. Aber gleichzeitig muss man sich auch bewusst sein, nur das Impfen ist es wahrscheinlich auch nicht. Also wir müssen weiterhin auch selber unsere Selbstverantwortung zum Beispiel fahren und sagen, vielleicht muss ich auch ein bisschen schauen, als geimpfte Person gewisse Regeln noch einzuhalten. Abstand zum Beispiel ist immer noch etwas Gescheites. Oder die Hände, wenn man innen läuft, im Mikro desinfiziert, ist immer noch etwas Gutes. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg aus der Pandemie raus und das werden wir auch schaffen, glaube ich. Aber das Geld, dass es das nochmal so viel kostet, das stört Sie nicht? Ich glaube, wenn man es aufrechnet, Nutzen und Kosten, dann ist das eine gute Investition. Ja, aber schauen Sie mal, also, da hätten wir gescheit die 95 Millionen investiert, um irgendwie nochmal 100 Betten zu bauen, damit man wirklich die Kapazität haben, die höher muss sein, wenn wieder eine Welle kommt. Wir bedrohen die Leute in den Betten. Wie? Das Personal ist ja nicht dumm. Dann stellen wir Leute an. Das ist eines der grössten Märchen, die es gibt. Ich weiss, es ist eine absolut gute Quelle, zum Beispiel ein grosses Kantonsspital, wo ich jetzt nicht sage, wo das ist, aber es ist im Kanton Zürich. Nicht einmal Teilzeitkräfte sind gefragt worden vor einem Jahr, wo die Welle gekommen ist, wo relativ eine heftige Welle war. Nicht einmal Teilzeitkräfte hat man gefragt, könntest du nicht ein bisschen das Dispensum erhöhen? Man hat es nicht einmal gefragt. Man hat auch keine Ferienstelle. Aber sind qualifiziert für eine Betreuung an einem Intensivbett? Das sind Ips-Schwestern. Und nicht einmal Ferienstopp hat es gegeben. Wieso haben die nicht gefragt? Weil es nicht so wahnsinnig schlimm war, wie die Medien das dargestellt haben. Aber da erstaunt mich jetzt sehr, weil ich jetzt wirklich Informationen aus anderen Spitälern, die extrem überlastet waren, weil ja dann zum Teil auch noch Personal ausgefallen ist, weil sie selber in Quarantäne müssen gehen zum Beispiel. Und die sind ja recht erschöpft. Nein, aber oder? Aber man hört vielleicht einfach aus verschiedenen Spitälern. Und vor allem viele von den Kosten, wir geben das so unendlich viel Geld aus. Für die Corona-Bekämpfung und für Kurzarbeit und so weiter. Das gleiche Geld, das wir das eingesetzt hätten, zum Personal zu holen, wo auch immer, wir können ja Kopfdeckel in der ganzen EU hätten wir können Leute holen. Und wir haben viele Leute, die erst in kurzer Zeit pensioniert worden sind. Wir haben sehr viele Leute, die Teilzeit arbeiten. Wir haben Leute, die erst vor einem Jahr aus dem Beruf raus sind, aus irgendwelchen Gründen. Wenn man denen sagt, hey, du kommst einen dreifachen Lohn, da würde ich dann sehen, ob wir so ein Personalproblem gehabt hätten. 100 Personen finden wir sicher, die hätten können da. Eben, also zielgerichtet einsetzen. Das ist ja nicht... Ich meine, das Eindruck, was andere ausspielen, ist jetzt genau das Falsche. Wir haben in den letzten 30 Jahren einen neoliberalen Umbau vom Gesundheitssystem gehabt. In der Schweiz, aber ganz im Westen. Und ich bin auch dafür, das müssen wir wieder rückgängig machen. Nein, das sage ich nicht. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich nicht die Aussage. Oder? Was heisst ein neoliberaler Umbau vom Gesundheitssystem? Ja, dass man das Gesundheitssystem auf marktwirtschaftliche Prinzipien getrimmt hat, Spitäler einen Gewinn machen und sich nicht vorbereitet hat, eben auf Krisensituationen, dass man eine Rückfalloption hat. Genau das, was wir erlebt haben im Westen. Wir haben zu wenig Personal gehabt, zu wenig Material, zu wenig Betten. Und da müssen wir sicher etwas machen. Aber jetzt sage ich, in dieser Situation, wo es
einigermaßen akut ist, einfach ein paar Betten aufstellen und sonst müssen wir nichts mehr machen. Ja, aber wir haben ja mit letzten Frühling haben wir viel mehr Kapazität gehabt. Wir haben dort sehr viele Betten gehabt. Ja, schon, aber und dann haben sie es abgebaut, 400 bis 500 abgebaut. Und jetzt machen wir das. Ich finde es deshalb wichtig, ich tue nicht zwei Sachen gegeneinander ausspielen. Ich sage gar nicht, dass zum Beispiel das Impfen, die Strategie Impfen finde ich sehr wichtig. Das, was Sie vorher gesagt haben, Social Distancing und Handwaschen, geschenkt, finde ich auch. Machen wir doch, ist doch gar kein Problem. Aber der Punkt ist doch der, wir kommen immer wieder in so eine Not rein, dass wir das Gefühl haben, jetzt müssen wir ganz unbedingt eben Konzert, Impfdörfli, weil wir immer wissen, ja, das Gesundheitswesen, Kapazitätsgrenze wird sehr schnell erreicht. Oder wir haben das Gefühl, Kopfendeckel, die Kapazität könnte man leicht ausbauen. Aber wenn man sie erhöht, ist ja das nicht die Lösung von der Pandemie, sondern dann kann man vielleicht gewisse Extremsituationen abfedern. Aber ich will eigentlich zum Schluss von dem Thema vor allem noch fragen, wie können wir überhaupt aus dem Ganzen raus? Betonhöhe kann ein kleines Element sein, aber ich meine, jetzt steigen die Zahlen wieder, also laufen wir wieder in so einen Winter rein, wie vor einem Jahr. Ja, ich glaube, dort sind wir uns ja alle einig, dass wir raus wollen. Also ich will unbedingt mein altes Leben zurück, oder? Und da glaube ich tatsächlich, und das hat jetzt natürlich auch zu tun mit dieser Abstimmung, die wir noch haben, Covid-Gesetz, dass das Zertifikat ein Pfeiler ist, dass wir daraus rauskommen. Und dass wir die Impfquote tatsächlich noch ein bisschen erhöhen müssen, das ist aber auch immer der grosse Streit, wie hoch ist sie wirklich. Also tut man die Genesenen zum Beispiel auch dazu zählen, ist jetzt ja auch ein neuer Streit entbrannt. Aber ich glaube, jetzt sind wir uns auch einig, dass sie nachher erhöht werden sollte. Und dann sollten wir wieder zum normalen Leben. Also Sie sagen auch, ein Ja zu dem Covid-Gesetz wird ein Element sein, um das zu bewältigen. Ja. Da sind sich auch 6 Parteipräsidenten und Parteipräsidentinnen einig, nur der von der SVP nicht. Ja, das finde ich auch noch interessant. Ja. Ist das so? Das finde ich auch. Dass die 6 recht haben und die anderen liegen falsch. Die Mehrheit hat nicht immer recht, aber in dem Fall hat sie, glaube ich, recht. Das Covid-Gesetz ist eine wichtige Grundlage, um aus dieser Pandemie herauszumanövrieren. In der Politik in den letzten 1,5 Jahren war sehr viel sehr chaotisch gewesen. Da muss es effektiv üben, aber das ist jetzt mal eine Grundlage. Auf dem kann man aufbauen, mit dem kann man arbeiten und das gibt uns Perspektive. Mach so. Bei anderer Meinung, aber wir müssen das also nicht vertiefen, wir haben andere Themen. Aber grundsätzlich glaube ich, die Zertifikatspflicht hat eben nicht das gebracht, was man sich erhofft hat. Man hat ja gemeint, die Leute lassen sich dann eher impfen und die Impfquote ist halt nicht wahnsinnig hoch. Und dort muss ich sagen, ich finde sie willkürlich, dass man einfach gesagt hat, Gastronomie muss jetzt das Zertifikat vorweisen, warum der öffentliche Verkehr nicht. Habe ich nie verstanden. Es war so ein bisschen ein Druckmittel, das man machen wollte. Schon nach 2 Wochen hat man eigentlich gesehen, es verhebt nicht. Ich hätte erwartet, der Bundesrat ist ehrlich und sagt, hey, es funktioniert nicht. Wir nehmen das zurück. Weil es ist wirklich erstossend, dass man gewisse Leute, nur weil sie sich jetzt nicht impfen wollen, einfach anders behandelt. Das finde ich gar nicht. Man muss ja nicht sich zwingend impfen lassen, um das Zertifikat zu bekommen, sondern man kann sich auch testen lassen. Ja, aber es ist überall so. Ich verstehe das schon und es gewinnt sicher keinen Schönheitspreis. Also definitiv nicht. Auf der anderen Seite, ich war letzte Woche in Spreitenbach in der Umweltarena an einem Anlass wieder. Ja, genau. Ich habe das genossen und es ist nur möglich gewesen, dank dem Zertifikat. Und ich habe es wirklich riesig genossen, den Abend, ich finde ja kein Problem, wenn die Umweltarena gesagt hätte, wir machen den Anlass und wir verlangen das Zertifikat geschenkt. Völlig kein Problem. Aber ich habe nicht gerne, wenn der Staat das verfügt. Ich finde auch jede Beiz, die das verlangen will. Ach so, dass quasi der Private verlangt. Ja, unbedingt. Okay. Also ich nicht, dass der Staat darf seine Bürger nicht unterschreiben. Ja, also über das kann man tatsächlich diskutieren. Also über das Covid-Gesetz werden wir wahrscheinlich noch reden. Ich schlage vor, dass wir eins weitergehen zu unserem zweiten Thema. Das ist ziemlich emotional natürlich. Müssen Begriff wie Mann und Frau, Mutter und Vater ergänzt werden oder irgendwann sogar gestrichen, weil es immer mehr jetzt die undefinierbare neue dritte Geschlechter gibt. Die Nationale Ethikkommission findet ja, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen können sich nicht mehr identifizieren mit diesen traditionellen Begriffen. Und darum ist meine Frage an die Runde, sollen wir in Zukunft zum Beispiel von schwangeren Personen reden und nicht mehr von schwangeren Frauen, Markus Somm? Ja, gut. Bin ich gespannt. Hat man die Leute, die sich da so ein bisschen diskriminiert fühlen, überhaupt gefragt?
Das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich würde gerne mal kennenlernen und sagen, ja, das ist für mich richtig ein Problem, dass der Begriff Mutter also das gibt. Das sagen natürlich Transgender-Organisationen. Ja, sind selber Transgender oder sind es Heterosexuelle, die behaupten, sie dürfen Transgender-Leute vertreten? Das weiss ich. Ich weiss es nicht. Aber look, ich meine Mutter und Vater und sind noch viele andere Wörter. Das gehört zu den ältesten Wörtern von der ganzen von der Menschheitsgeschichte. Mhm. Jetzt sollen wir die bei ganz wenigen Leuten aufgeben. Das finde ich einfach übertrieben. Ich verstehe überhaupt nicht, ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen die Gleichstellung von Homosexuellen, Heterosexuellen, von Transgender, von Non-Binär. Ist mir alles egal. Mir ist wirklich egal, wie die Leute sich sexuell und auch geschlechtlich definieren. Das ist mir richtig egal. Das soll jeder selber so für sich entscheiden. Aber dass der Staat nachher anfängt, die Sprache zu verändern, weil er glaubt, ganz, ganz verschiedene gewisse Leute können sich irgendwie stossen an gewissen Wörtern. Ich meine, es gibt andere Wörter, die mich auch stören. Da könnte ich ja sagen, ob verdecklich erwartet, dass der Bundesrat das Wort Schwachsinn verbietet. Ich habe es nicht gern, das Wort Schwachsinn. Okay. Ich könnte viel mehr, also ich finde das absurd. Mhm. Susan Vinzenz, ist es für Sie, fühlt es sich übertrieben an, wenn man sagt, man will jetzt da einfach eine neue Kategorie schaffen, weil es gibt offenbar immer mehr Menschen, die so ticken. Ja, ich glaube, ich bin nicht im Verdacht, dass ich mich nicht für Diversity einsetze. Mhm. Setze ich mich sogar sehr dafür ein. Da, also ich bin Frau und ich bin Mutter und ich bin beides auch gern und würde eigentlich ja, auch sie ist schon. Ja, ja, eben, aber, sage ich, aber jetzt gehe ich mal ganz egoistisch ja. oder mal ja. von mir aus und sage, da würde jetzt mir etwas fehlen, wenn die beiden Begriffe nicht mehr rum wären. Also so, die eigene Freiheit ist ja immer dort fertig, wo es die andere tangiert. Und wenn jetzt die andere Seite sagt, ja, aber wir möchten jetzt das, dann muss ich jetzt mal sagen, mich würde das stören. Also, da habe ich es ein bisschen ähnlich wie Sie, Herr Somm. Ist mir völlig egal. Kann man so sein, man soll da leben, wie ja. man will. Aber dann den Anspruch daraus ableiten, dass ich jetzt zum Beispiel die Sprache in jeder Art und Weise dem muss anpassen, da habe ich Mühe. Darf ich noch rasch? Ja, das ist mir klar. Wirklich noch wichtig. Ich würde mich schon freuen, wenn man in der binären Ebene das mal würdet ganz durchziehen, weil das... Was heisst das? Binär ist ja quasi Mann-Frau, ja. die Unterscheidung. Und da finde ich, sind wir in der genderneutralen Sprache noch nicht überall so weit, wo wir sein sollten. Da schaue ich persönlich sehr gut drauf. Und muss mir dann immer wieder das generische Maskulinum da um den Kopf hauen lassen. Und ich sage, Sprache aber das ist... Das ist mir ein Anliegen. Das ist mir wirklich ein Anliegen, ja. weil Sprache ist Macht, Sprache tut Bilder hervorrufen. Wenn man einfach immer sagt, Frauen sind mitgemeint, dann ist das gut gemeint, aber sie sind vielfach halt nicht mitgedacht. Also, wenn ich irgendwie... Es juckt ihn auf der Zunge. Nein, also, da wären wir vielleicht schon noch Marco Kovic, wo kommen wir her, wenn immer mehr Minderheiten sich als Opfer empfinden und Spezialisierung für sich verlangen? Ist das wirklich der richtige Weg? Ja, das gibt eine inklusivere Gesellschaft. So funktioniert Fortschritt. Und in diesem speziellen Fall ist es aber sehr interessant, der Fall, den wir jetzt besprechen, ist wirklich ein schönes Beispiel für so den rechtsreaktionären Kulturkampf, wo es einen Flüge relevant macht. Jetzt müssen wir wirklich anschauen, was sind die Fakten bei diesem Case. Die Nationale Ethikkommission hat im Oktober 2020, also nicht dieses Jahr, im letzten Jahr, einen Bericht rausgeladen, 44-seitigen Bericht, wirklich super geschrieben, sehr differenziert, sehr ruhig, mit sehr vielen Quellen zum Thema Geschlecht eintragen im Personenstandsregister. Ja. Also es geht nicht primär um Mutter, Vater, überhaupt nicht. Es geht darum, was machen wir mit non-binären Leuten, die sich weder spezifisch als Mann noch spezifisch als Frau identifizieren. Und dort ist der Vorschlag, zum Beispiel eine dritte Kategorie für diese Menschen einführen. Also dort wird niemandem etwas genommen. Der Herr Somm kann sich immer noch als Mann bezeichnen, offiziell. Aber die Leute, die sich nicht als Mann sehen und nicht als Frau, die haben jetzt nur eine Option. Also wenn man ein liberaler Geist ist, dann findet man das eigentlich gut. Genau. Also es spricht eigentlich nichts dagegen, dass man dort statt Mann oder Frau ein X einträgt. Nein, das ist ja klar. So wie man sich selber bezeichnen kann man sich auch bezeichnen. Das ist mir völlig egal. Und also tun Sie weiter, Sie haben ja eigentlich noch länger erzählen, aber letztlich geht es ja nicht um das, was jetzt in der Schweiz gerade ansteht. Ich weiss auch, dass es nicht einen Gesetzesvorschlag gibt, wo wir das abstimmen würden und so weiter. Überhaupt nicht. Und das je so weit kommt, weiss ich auch nicht. Ich weiss einfach, im Ausland gibt es natürlich die Diskussion. Einfach Diskussion und es geht ja sofort
in das hinein, was Frau Vinzenz gesagt hat, oder überhaupt, wie gehen wir um mit einer Sprache, die sich über Jahrtausende oder Jahrhunderte entwickelt hat und die teilweise natürliche Zustände wiedergibt, die heute historisch sind. Und das sehen wir ja ganz viele Wörter, oder? Ganz viele Wörter gehen in der Vergangenheit wieder und trotzdem brauchen wir die. Und eben die Frage ist, ja, sind die so politisch aufgeladen, so wie sie es gesagt haben, das ist Macht und so weiter, würde ich bestritten oder nicht? Das, und da geht es ja. Dass jetzt da die Mutter abgeschafft wird in der Schweiz, halte ich jetzt auch nicht gerade für unmittelbar bevorstehend. Aber du kannst gleich noch das Fakt so schnell fertig anschauen. Ja, 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 finde ich recht wichtig. Und in diesem Bericht kommt eben dann doch das Thema Muttervater. Und wo kommt es in einem Abschnitt, wo die Ethikkommission wirklich differenziert sagt, wenn man jetzt etwas ändert, gibt es auch Komplikationen. Zum Beispiel im Abstammungsrecht, wo Mutter und Vater klar definiert ist, was es ist. Und dort ist wirklich dann die Diskussion, ja, was machen wir, wenn jemand eine Mutter ist zu dem Zeitpunkt und in 10 Jahren eine andere Identität hat und das Geschlecht umwandelt. Mhm. Und dort findet es ist eigentlich lösbar, weil im Abstammungsrecht zum Beispiel bezieht sich das wirklich auf einen zeitlichen Punkt. Also Mutter ist definiert dann als eine Person, die eine andere Person auf die Welt gebracht hat, zu dieser Zeit. Mhm. Also es ist überhaupt nicht in diesem Bericht eine Diskussion, man muss jetzt da das abschaffen, ändern, sondern eine differenzierte Auseinandersetzung. Okay. Aber was ich noch interessant finde an der Diskussion, was ja mitschwebt, ist das, was Sie angetönt haben. Die sagen eigentlich, das ist einfach so, es ist Fortschritt, wir müssen uns dem anpassen, die Menschen verändern sich und die da irgendwie auf diesen Jahrtausenden alten Wörtern beharren oder Traditionen, die sind ein bisschen von gestern. Und jetzt soll ich sagen, ich bin nicht vergessen. Ja, so wenn Sie gerne vergessen sind, können Sie ja sagen, ja, ich bin vergessen. Nein, also, ich glaube, das ist ja ein grobes Missverständnis. Und ich meine, als ich in den 90er Jahren studiert habe, haben wir die Diskussion auch schon geführt. Das ist ja in den 90er Jahren? Natürlich, eine uraltige Diskussion. Da haben wir auch Studenten und Studentinnen, ich bin Radio Lora gewesen. Wir haben immer schön gesagt, Studenten und Studentinnen, Studenten. Das ganze Spiel kenne ich gut. Gleichzeitig habe ich erlebt, dass Männer, wo totale Machos gewesen sind und eine Frau nach der anderen betrogen haben, natürlich von Studenten und Studentinnen reden. Ich finde die ganze Sprachsäuberung, und deshalb habe ich sie nicht gern, führt dazu, dass sehr viele Leute, bigotte Leute, rassistische Leute, sexistische Leute, sich total gut können mit einem Mäntel von der Wohlanständigkeit können versehen und man schaut dann nicht mehr so genau hin. Und ich bin einfach absolut überzeugt, dass Sprache etwas ist, das organisch entsteht in einer Gesellschaft. Und sie wird sich verändern. Selbstverständlich tut sie sich verändern. Ich bin zum Beispiel überzeugt, wenn wir die Diskussion nie gehabt hätten, wir würden heute mittlerweile, wenn ich das Wort Arzt würde sagen, hätten sie das Gefühl, das ist eine Frau. Weil es ist, die Zukunft wird so sein, dass die meisten Ärztinnen sind. Sind Ärztinnen. Es ist ein Beruf geworden, wo die Frauen so dominant sind, dass die meisten Leute automatisch annehmen, ja, ein Arzt ist eine Frau. Ich finde, man hätte es gar nie müssen anfangen. Auch Professor. Wenn eine Mehrheit von Frauen... Jetzt muss ich auf Frau Vinzenz jetzt nochmal ins Spiel bringen. Weil Sie haben ja gesagt, nein, Frauen sind eben dann nicht automatisch mitgemeint. Nein, es ist noch nur noch also mitgemeint sind es wahrscheinlich schon. Ich würde niemandem jetzt eigentlich unterstellen, weil sie mitmeinen, aber sie sind nicht mitgedacht. Und das finde ich eben noch heikel. Und lustig, aber darf ich noch etwas fragen? Ich lese jetzt viel zum Beispiel in gewissen sehr modernen Medien zum Beispiel, wo dann nur noch die Frauenform gewählt wird. Verstehst du jetzt nur noch von Professorinnen, ja, oder sind die Männer irgendwie mitgemeint? Finde ich auch nicht gut. Oder ganz lustig finde ich, wenn man einfach abwechselt. Dann tut man beim ersten Satz nimmt man die männliche Form, beim zweiten nimmt man die weibliche. Das hat jetzt bei mir dann den Effekt, dass ich wirklich meine, im ersten Satz sind nur die Männer gemeint und im zweiten sind nur die Frauen gemeint. Also bei mir hat es da den umgekehrten Effekt. Oder? Aber lustigerweise habe ich genau das Beispiel vom Arzt im Kopf gehabt, vorher, wo ich gesagt habe, dass Sprache macht auch Bilder. Oder? Und da habe ich meine Tochter, die mittlerweile jetzt 23 ist, also das ist auch schon eine Weile her, irgendwo dort Spielgruppe, weiss auch nicht, 3-jährig, wo sie mir dann eröffnet hat, sie will jetzt Krankenschwester werden. Irgendwann mal, finde ich. Schöner Beruf, alles super und so. Also auch Gesundheit und so, ja. Oder wie wäre es denn mit Ärztin, habe ich dann gefragt. Also nicht, um den anderen Beruf abwerten, überhaupt nicht. Da schaut sie mit grossen Augen an und sagt, das gibt es gerne nicht. Das ist nur etwas für Männer. Oder? Und dann denkt man, Himmel, sie habe ich falsch gemacht in diesen 3 Jahren. Oder? Also, Da bin ich schuld. Definitiv. Darum habe ich dann da schon noch mal ein bisschen Gas gegeben. Aber zu sagen, also, es gibt natürlich auch x wirklich Forschungsergebnisse, die genau sagen, dass es wichtig ist, dass Frauen eben auch nicht nur in einer Funktion angesprochen werden, sondern mit einfach der weiblichen Endung auch angesprochen werden. Und dann
gibt das Realität. Ich sage nicht, dass das der einzige Punkt ist, dass wir dann wirklich da in eine paritätische Geschichte kommen bei gewissen Berufen. Mhm. Da muss noch ganz viel anderes drumherum stimmen. In den MINT-Berufen muss man meiteln, muss man anführen und so weiter. Aber ich bin überzeugt, dass Sie, Herr Somm, die Sprache hier unterschätzen. In dieser Fragestellung. Nicht unterschätzen, überschätzen. Sie tun sie überschätzen. Oder ich tue sie vielleicht über, je nachdem, oder? Ja. Gut, ich werde langsam zum Schluss kommen, aber etwas nimmt mich noch Wunder. Was passiert eigentlich momentan, dass wir eine Ausweitung haben von all diesen Begriffen, LTBQ, und jetzt kommen immer mehr Buchstaben dazu, man hat das Gefühl, es werden immer mehr. Ist es früher einfach nicht sichtbar gewesen, es war ja vorhanden gewesen, aber man hat sich nicht getraut, zu dieser Identität zu stehen. Oder ist es irgendwo ein Zeitgeist, der jetzt auch bewusst gepflegt wird? Also ich glaube, das bewusste Pflegen ist eigentlich etwas Positives. Ich würde es jetzt gerade negativ konnotieren, dass man sagt, jetzt tun wir enttabuisieren, jetzt tun wir darüber reden, jetzt sind wir offen und jetzt tun wir auch vielleicht Gruppen ernst nehmen, wo wir sehr lange nicht ernst genommen haben. Und das ist, glaube ich, mit der Trans-Community genau der Fall. Und das finde ich jetzt etwas Positives. Mhm. Ja, das finde ich auch positiv. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, ob man dann gerade die Sprache so massiv muss anpassen muss. Und da ist ja mein Anliegen. Ich glaube, mit Sprache tut man auch lügen. Lügen? Ja, mit den Lügen, mit den Sprachen. Ah ja gut, also wir können lügen mit der Sprache, das stimmt. Ja, aber Mittel, dann entscheiden wir uns zum Lügen, Sprache, oder? Ja, natürlich, aber die Sprache ist eines von den Mitteln, wo der Mensch, der andere Mensch am besten kann täuschen. Ich kann sie weniger gut täuschen mit meiner Körperhaltung als mit der Sprache. Sprache ist ja so etwas, auch betrügerisch, es ist nicht immer das Wort. Und deshalb finde ich die Vorstellung, dass wir die Realität können verändern können, indem dass wir die Sprache verändern, die finde ich falsch. Das glaube ich nicht. Es ist die Realität, die die Sprache mittelfristig verändert. Und sie tut sich auch langsam anpassen. Die Sprache tut sich immer langsam anpassen den neuen Realitäten. Deshalb habe ich immer das Gefühl gehabt, sobald die Unterschiede zwischen Mann und Frauen überhaupt keine Rolle mehr spielen, was für Berufe dass die nehmen, dann spielt es plötzlich keine Rolle mehr. Und für uns ist das Wort Professor, wo eigentlich, wenn man es vom Lateinischen nimmt, schon immer beide Geschlechter gemeint hat, oder? Hätte mir gar nicht mehr die Vorstellung gehabt, das ist jetzt eine Frau oder das ist ein Mann. Sondern es ist einfach klar gewesen, Professor ist eine Funktion, ist ein Beruf. Das kann ein Mann sein, kann eine Frau sein. Es kann ein Transgender sein, es kann ein Schwuler sein. Es spielt keine Rolle. Aber wir hätten ein bisschen mehr Geduld gebraucht. Das ist interessant, wenn Sie noch widersprechen oder ergänzen. Ich glaube, man muss noch mal betonen, was Vincent gesagt hat. Es gibt sehr viel Forschung in diesem Bereich. Es ist nicht nur Spekulation, nicht nur, es könnte sein oder es könnte sein. Und die Forschung zeigt ganz klar, die Art und Weise, wie das man die Sprache benutzt, hat einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung von der Welt im Sinne von Stereotypen, im Sinne von Zuschreibung von positiven, von negativen Eigenschaften. Und also was mit der Sprache kann man auch Veränderungen herstellen in der Gesellschaft. Und was man auch weiss, vielleicht noch das Letzte zu der Studienlage, man gewöhnt sich schnell daran. Am Anfang regen sich alle auf. In Schweden zum Beispiel hat man vor ein paar Jahren ein neues Pronomen eingeführt, das inklusiv ist. Am Anfang haben sie alle komisch gefunden, hat man wirklich in Studien geschaut. Was war das für ein Pronomen? Da müssen wir noch mal anschauen. Okay. Aber was heißt das inklusives Pronomen? Dass es nicht nur sie oder er ist, sondern dass es ein Stern. Beide. Okay. So ein das ist einfach alle ein ausgesprochener Stern. Quasi. Genau. Und da hat man gesehen, nach 6 Monaten, 12 Monaten, hat sich wirklich die Lage beruhigt. Gut, die Leute haben gefunden, hey, eigentlich kann ich das benutzen. Das ist gut, Markus Somm regt sich in Zukunft. Nein, nicht auf, aber das ist jetzt rein von der Wissenschaftlichkeit. Gut, Entschuldigung, aber wir brauchen ein bisschen länger, um das zu können. Und ich weiss aus der Geschichte kein einziges Beispiel, wo wir haben können die Realität mit der Sprache verändern. Es ist immer umgekehrt, glaube ich. Gut, also da bin ich so. Aber darf ich etwas noch sagen dazu? Also ich bin auch der Meinung, dass man die Sprache würde überschätzen, da bin ich Ihnen recht, wenn man das Gefühl hat, mit der Sprache allein können wir das machen. Aber es ist ein von verschiedenen Faktoren, die ich finde, wo man nicht dürfen geringschätzen. Also ich muss auch sagen, mir mittlerweile läuft das völlig normal ab. Also ich muss mich nicht anstrengen. Also ich finde etwas, Sie schreiben kein SMS. Aber Herr Vincent, Sie schreiben kein SMS mit beiden Formen. Das glaube ich nicht. Ja, es kommt darauf an, wer das mich jetzt richten mal. Je nachdem. Oder ich tue auch viel natürlich, denn ich schreibe nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern sind die Mitarbeitenden. Aber das ist für mich völlig normal. Wenn Sie normal reden mit Ihren Freunden und mit der Familie,
Ja, gut, in der Mundart ist natürlich nochmal etwas anderes. Das machen wir doch nicht. Also wir fragen doch nicht, was hast du jetzt heute Abend vor, gehst du mit deinen Freundinnen und Freunden aus? Das machen wir doch nicht. Sondern sagen, gehst du mit deinen Freundinnen? Die Mädchen sagen mal, ja, gehst du mit deinen Freundinnen? Ja, gut, aber das sind eher Mädchen. Ja, aber einmal sind auch Freunde dabei. Also, ich weiss nicht. Also, ich finde eben schon den normalen Sprachgebrauch. Also, das ist normal einfach der Alltag, wenn man es uns nicht richtig überlegt. Und nicht in offizieller Situation. Also alles, eben, was angestrengt ist oder dann auch sektiererisch wird und so weiter, das entspricht mir überhaupt nicht. Sondern es ist wirklich da, dass ich sage, das ist etwas, was sich entwickelt hat und was heute eigentlich normal ist. Und das ist ja gut. Dort treffen wir uns wieder in der Normalität. Sagt die Präsidentin von der FDP Frau Schweiz. Genau. Gehen wir zum dritten Thema. Der amerikanische Präsident ist im Tief. Seit einem Jahr ist der Joe Biden im Amt. Seine Zwischenbilanz ist ernüchternd. Am Klimagipfel ist er eingeschlafen. In Virginia gönnt ein Republikaner Gouverneurswahl. Sein Grossprojekt vom Sozial- und vom Klimafonds stößt auf Widerstand, auch in der eigenen Reihe. Was ziehen wir da für eine Zwischenbilanz? Habe ich eigentlich wieder mit Ihnen anfangen, Marco Sommer. Das mache ich jetzt nicht. Jetzt fragen wir anders. Jetzt fragen wir den Marco Kovic. Hat der noch irgendeine Perspektive, Joe Biden, Ihrer Meinung nach? Biden ist definitiv angeschlagen. Er hat sehr stark angefangen, mit sehr starken Ideen. Build Back Better und mit dem Infrastrukturplan. Das hat der amerikanischen Bevölkerung gefallen. Sie haben gefunden, hey, wir müssen das machen. Und dann ist er in Stocken geraten. Nicht zuletzt wegen der eigenen zentristischen Demokraten, die es nicht haben mittragen wollten. Und jetzt hat man das Gefühl, er ist irgendwie in einem Sumpf und kommt nicht so recht raus. Und das ist halt die Konsequenz, wenn man sich nicht getraut, das durchzuziehen, was man eigentlich hat will. Es hat ja nicht damit zu tun, dass ich es nicht getraut, sondern es ist vielleicht einfach keine Lösung, einfach nur Geld auszugeben. Ja, aber man muss mal den Leuten einpeitschen in der eigenen Partei, um zu sagen, jetzt probieren wir es mal aus. Und das hat er nicht gemacht. Mhm. Ja, aber das hat er schon probiert. Ich meine, er hat jetzt einfach, es geht ja um zwei Senatoren, die wichtig sind. Und die kommen aus den Staaten, wo sie finden, das ist nicht mehrheitsfähig. Ich komme ein Problem über mit meinen Wählern. Ich bin von diesen Wählern gewählt und letztlich bin ich denen gegenüber verantwortlich. Ich weiss nicht, ob wieder einen Präsident zu peitschen, ehrlich gesagt. Also da muss ich sagen, würde ich sogar sagen, da kann er nicht so viel dafür. Sondern eher glaube ich, was falsch war, ist eben das. Sie haben es eigentlich gut gesagt, oder? Er hat grosse Projekte gehabt, sehr linke Projekte. Mhm. Er ist aber nicht gewählt worden als Linke. Er ist gewählt worden als Zentrist. Die Leute haben ihn gewählt, wie sie gemeint haben, das ist ein vernünftiger Demokrat. Nämlich ein Zentrist. Deshalb haben viele Unabhängige gewählt. Oder? Natürlich, sie haben nicht den Trump nicht mehr wollen, das war mal der erste grosse Faktor gewesen. Aber der zweite ist ganz eindeutig, er hat nicht das Mandat gehabt von der Linken, sondern hat das Mandat gehabt von der grossen Mehrheit eigentlich von den Zentristen und Unabhängigen. Und deshalb bringt er das Zeug nicht durch. Das ist, er hat gar kein Mandat. Aber in der Umfrage hat man ganz klar gesehen, beide grossen Projekte sind absolut von der Mehrheit von der amerikanischen Bevölkerung. Aber ungefähr. Umfragen. Das ist doch immer das Gleiche. Das ist wie bei uns. Wenn ihr uns bei uns sagt, hey, wollen wir die SBB ausbauen? Ja, wer sagt da nein? Das sagen alle das erste Mal. Ja, das ist doch super. Mhm. Und erst, wenn wir dann eine Volksabstimmung hätten und dann würden wir über Details reden und dann heisst es plötzlich, Mehrwertsteuer muss rauf und so, sagen dann die Leute, nein, würde ich nicht. Von dem her finde ich, das sind Umfragen, die nicht sehr viel Aussagekraft haben. Gut, es ist einfach mal die Evidenz, die man hat. Was ist so Stimmungsbarometer der amerikanischen Bevölkerung? Mhm. Also die Leute wollen dort, bodenständige Leute arbeiten, wollen die Projekte, wollen die Infrastruktur, sie wollen auch mehr Kinderbetreuung, also all die Sachen, die man eigentlich bei uns hat. Ja, aber dann hätte ja in Virginia mit fliegenden Fahnen gekommen. Das ist aber interessant, weil dort haben sie das genau nicht gebracht. Dort hat ja der McAuliffe einfach Trump-Bashing betrieben. Und das läuft nicht, das funktioniert nicht, das wollen die Leute nicht. Er hat eigentlich die Republikaner damit mobilisiert und den Demokraten abgelöscht. Der Trump hat man jetzt gehört, genug lang. Jetzt wollte man wirklich konkret etwas machen. Und das hat er falsch gemacht. Das ist genau das, wo ich mich frage, ist wirklich der Link, dass jetzt die Wahl in Virginia eigentlich, ja, die Klatsche ist für den Joe Biden, ist da wirklich 1:1 richtig? Also ich weiss es auch nicht, ich stelle es wirklich als Fragezeichen dar.
Weil das ist mir auch aufgefallen, oder? Also ich meine, immerhin ein Staat, der mit mehr als 10% also dort hat er ja, das ist ja super. Das ist eine große Überraschung, dass jetzt ein Republikaner. Ich glaube, darum ist es ja auch so eine Sensation. Weil ich meine, dass man gegen die bestehende Regierung dann jemanden wählt, ist so fast ein bisschen normal, so ein bisschen da mal sich ein bisschen äußern. Oder auch, ja, dass man jetzt sagt, jetzt ist jetzt so ein Kandidat gsi auf Seite von der Republikaner, wo das unheimlich geschickt gemacht hat, offensichtlich. Also der hat sich ja irgendwo vom Trump unterstützen lassen, ohne ihn zu nahe an sich herankommen zu lassen. Er hat ihn so ein bisschen auf Distanz gehalten. Die sind ja nie miteinander auftreten, offensichtlich. Hat sich ein bisschen da durchgeschlängelt in dem Sinn. Also wirklich sehr gut gemacht. Hat konkrete Themen angesprochen. Also insbesondere Bildungsschulthemen. Und hat den Leuten dann einfach aus der Seele gesprochen. Und aber jetzt stimmt, Sie haben schon recht. Es ist eine Frage, wie bedeutend ist das im ganzen Bild. Genau. Aber die zentrale Frage ist ja, nach einem Jahr hat der Präsident und Sie sind Politikerin überhaupt irgendetwas auf den Boden gebracht? Hat er irgendetwas erreicht? Wobei man muss sagen, ein Jahr wo ist sehr nicht so speziell wahnsinnig viel. Ja, und es ist noch so ein spezielles Jahr gewesen, oder? Also für alle, oder? Aber er hat hat eigentlich bis jetzt nie nicht etwas können bewirken. Also einen Pflock geschlagen hat er nicht, nein. Ja. Nein, Afghanistan nicht. Ja, gut, aber Afghanistan ist natürlich da, wo jetzt auch nicht unbedingt ein positives, ja, ich will sagen, auch nicht unbedingt ein positives Beispiel. Also er hat natürlich das eingelöst, was er versprochen hat, aber die Konsequenzen. Es ist schlimm umgesetzt, auf jeden Fall. Aber er hat eigentlich den Plan, den Trump eingeleitet hat, hat er zu Ende geführt. Also er hat es müssen machen. Aber ich meine, aus der grossen Vogelperspektive, er hat jetzt den längsten Krieg, den die Amerikaner jemals geführt haben in der Neuzeit, beendet. Und der täuschte Krieg. Und das ist schon ein verdammt mutiger Schritt gewesen. Und ich glaube, in 2-3 Jahren, vielleicht bei der Wiederwahl, also über Antritt weiss man nicht, aber wenn Kamala Harris zum Beispiel antreten will, kann man das vielleicht dann rückwirkend als etwas sehr Mutiges darstellen. Also erstens glaube ich, wenn er es gut gemacht hätte, hätte sie recht. Aber er hat es natürlich so chaotisch und inkompetent gemacht, dass der Schaden so gross ausgesehen hat, oder? Dass ich nicht glaube, dass er das kann umbiegen kann. Also das ist jetzt so ein katastrophales Bild gewesen, das sie abgegeben haben. Die Verbündete nicht informiert, dann viel zu früh abgezogen. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Ich glaube nicht, dass er da wird können Credit nehmen. Sonst finde ich auch, er ist ja richtig, den Krieg hätte man müssen noch irgendwo beenden. Aber man hätte vielleicht auch ein paar Truppen noch dort lassen. Also es ist unverständlich gewesen, dass man gesagt hat, hey, ich meine, in Südkorea haben sie auch viele Leute, in Deutschland haben sie jetzt noch Leute, das wäre gar kein Problem, ein paar hundert oder tausend Leute dort zu lassen. Aber was ich noch sagen würde, was ich interessant finde, ist das, was Sie vorher gesagt haben, oder Infrastrukturprojekt, das sage ich bei der Bevölkerung sehr mehrheitsfähig. Das glaube ich auch. Das ist bei beiden Seiten sehr mehrheitsfähig. Aber das zweite Paket ist eben wirklich nicht mehrheitsfähig. Und das ist zuerst 3,5 Trillionen schwer gewesen. Absolute Wundertüte von unglaublich vielen Anliegen, die die Linken schon lange haben wollen. Nicht so entrüstet, aber so wie hältst du die demokratische Partei nicht ganz mehrheitsfähig. Und ich meine, Virginia, dort sind sehr viele Leute sich sehr bewusst gewesen, dass wenn sie jetzt den Gouverneur nicht wählen, dass das ein Joe Biden nicht wird helfen. Und wenn jetzt die Leute, die wirklich das Infrastrukturprojekt unbedingt hätten wollen, dann hätten sie Joe Biden können unterstützen, indem das den Gouverneur unterstützt. Aber das haben sie nicht gemacht. Von dem her, glaube ich, hat es schon einen Zusammenhang. Aber das andere, was ich noch sagen mit der Schule, und das finde ich jetzt auch Ihnen als Freisinnige, oder? Das ist einfach, Gott verdiene, ein Megathema. Ja, die Leute sind ja so hässig. Sollten wir da eigentlich. Die Leute sind hässig mit der Schule. In Amerika ist es noch viel extremer als bei uns. In Amerika hat es auch mit der Corona-Politik zu tun, oder? Die haben die Schulen fast ein Jahr lang teilweise zugemacht. Also vor allem in New Jersey. Katastrophal. Gewerkschaften spielen eine ganz schlimme Rolle dort, oder? Haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Und der McAuliffe tritt noch mit dem Weingarten auf, wo der Chef ist von der Lehrergewerkschaft, einer der unbeliebtesten Gewerkschafter überhaupt in Amerika. Das ist schon kritisch gewesen. Und ich finde eben Schule, und das sage ich jetzt wirklich in der Schweiz auch, mehr bürgerlicher Heim. Die Schule ist ein Riesenthema und die Leute sind total hässig. Und es wird Sie sagen, das ist eine Parallele, es ist auch in der Schweiz. Es ist auch in der Schweiz ein Thema und ganz wichtig auch, dass es in unseren föderalen Strukturen eben wirklich auch bei den Kantonen ist, finde ich ganz wichtig und soll auch so bleiben. Aber ich denke, da müssen wir tatsächlich uns dem annehmen. Also es ist nicht in dem Ausmaß wie in Amerika, glaube ich nicht. Wir haben ja auch ganz ein anderes System. Also bei uns hat ja auch die öffentliche Schule ganz einen anderen Stellenwert. Aber
Aber ich meine, die Abwanderung denn in Privatschulen, das sehen wir natürlich auch, oder? Und genau das will man ja nicht. Das würde ja die Idee von eben können inkludieren schon jetzt von klein auf ja unterlaufen, oder? Also da sind wir uns wirklich einig. Ich würde eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich mache jetzt mal eine brutale Analyse. Also der Trump hat sich quasi selber deklassiert in seiner Art, wenn er auftreten ist, aber er hat wenigstens Pflöcke eingeschlagen. Ich meine, auch international hat er in der Nahostpolitik zum Beispiel hat er zum ersten Mal Bewegung reingebracht nach langer Zeit. Und der Joe Biden ist zwar ein netter Typ, viel anständiger als der Trump, aber es langt einfach nicht, offenbar nicht Trump zu sein, sondern man sollte auch irgendetwas auf den Boden bringen. Er hat in der Migrationspolitik überhaupt nichts erreicht. Katastrophale Situation nach wie vor. Und bei anderen, bei anderen grossen Themen, auch Wirtschaft, weiss es nicht, hat er keine spezielle Wirtschaftsbilanz. Die Wirtschaft läuft auch ohne den Joe Biden nicht schlecht. Also es ist einfach, bis jetzt ist es Failure auf der ganzen Linie. Das würde ich unterschreiben, ja. Joe Biden ist einer, der sich als Staatsmann sieht. Er will niemanden von den Kopf stoßen, alle ins Boot holen. Und das ist genau das, was er zieht. Es zieht nicht rein politisch. Man redet nicht über ihn, man weiss nicht, was er eigentlich macht. Er ist nicht eine charismatische Figur. Nicht im Positiven, auch nicht im Negativen. Aber er hat einfach keine PR. Aber es zieht auch einfach nicht von der Policy, von dem Inhalt. Wenn man sich nicht getraut, mal irgendwo anzuschieben, einen Push zu geben, dort wollen wir ran. Aber wenn man nicht an das Extrem ankommt, dann kann man vielleicht mal eine Stoßrichtung vorgehen. Und genau das macht er nicht. Und viele Sachen, eben Migrationspolitik. Die Demokraten haben den Trump 4 Jahre lang kritisiert. Es läuft immer noch genau das Gleiche an der Grenze. Kinder sind immer noch in der Käfig. Aber jetzt ist es kein Thema mehr. Also es ist auch viel Heuchelei dabei, sehr viel einfach Kalkül, wo einfach nirgendwo anführt. Und der Mut, einfach mal etwas zu bewegen, der braucht es. Und der ist nicht rum beim Biden. Was bedeutet das für die Schweiz aus einem Inzens? Je nachdem, ob jetzt ein Demokrat dort am Ruder ist oder einer wie der Trump. Ich meine, der Trump hat ja niemand gern gehabt in der Schweiz. Nein, und also... Also, gut, da sitzt einer am Tisch. Ich kenne auch noch, in meinem engeren Umfeld kenne ich auch jemanden. Ja. Also, okay. Also grosser Fan, das hat auch immer wieder zu Diskussionen geführt. Nein, aber ich muss natürlich auch sagen, also, wenn man die Bilanz anschaut, die ist ja nicht so schlecht, wie sie es benehmen, oder? Und, aber für einen Staatsmann finde ich natürlich schon auch, gehört das halt ein bisschen zusammen. Aber wenn man jetzt sagt, jetzt haben wir einen, wo PS nicht auf den Boden bringt, ja, jetzt ohne irgendwie jemanden wollen zu diskriminieren, um Himmels Willen, aber vielleicht ist er einfach wirklich ein bisschen zu alt, oder? Also ich für einen Exekutivpolitiker finde ich das schon noch. Die amerikanischen Präsidenten sind immer relativ alt. Ja, aber das ist er ist jetzt schon, also und er wirkt dann halt auch wirklich nicht mehr so fit. Das ist der Punkt, und das mit dem finde ich interessant, was Sie sagen, weil ich bin nicht ganz sicher, ob sie recht haben. Und das ist, finde ich, sehr, wie soll ich sagen, fast ein bisschen, ja, ist eine typische linke Position, oder? Dass man mal den Stein weit führen wird und dann irgendwo kommt dann langsam die Bevölkerung mit. Aber ich glaube, der Biden hat eigentlich nicht, es ist nicht so, dass er Angst gehabt hat und nicht irgendwie, er hat wahnsinnig progressive, also im Sinn von der progressiven Flügel von der Demokratischen Partei. Alle die Vorlagen sind super progressiv. Mhm. Auch die Migrationspolitik hat dann nämlich sofort alles umgekehrt, was der Trump gemacht hat. Er hat alles gefunden, ist nicht gut. Er hat eben, Afghanistan ist ja ein Sonderfall. Der Herr Kreutz sagt, es ist immer noch genau gleich an der Grenze. Die Kinder sind immer noch in der Nein, er hat natürlich Käfig. Alles, was der Trump gemacht hat, hat er aufgegeben. Deshalb haben sie natürlich jetzt, hat ja, die meisten Sachen und die entscheidenden Sachen. Sie haben jetzt 1,7 Millionen Grenzübertritte gehabt, von illegal. Das hat es noch nie gegeben, seit überhaupt gezählt wird, seit 1960. Er hat eine Flut ausgelöst von illegalen Übertritt. Und das hat damit zu tun gehabt, dass sich ein enormer Politikwechsel gemacht hat. Oder? Im Prinzip, der Leute gesagt hat, jetzt könnt ihr wieder kommen. Und was ich also sagen will, eigentlich oder? Schon, ähnlich wie Frau Merkel, er hat das sehr ähnlich gemacht im Prinzip. Und er hat jetzt eine Kritik bekommen. Aber er hat eigentlich den Stein sehr weit vorgeworfen. Aber das eine ist, jetzt Obama hätte das vielleicht können. Er selber als Politiker ist meiner Meinung nach ein vollkommener Versager. Ist aber schon lange gewesen, immer schon gewesen. Der hat eigentlich, der ist so lange im Senat gewesen, der hat nichts, kein grosses Gesetzesvorhaben prägt oder durchgebracht. Das ist ein absolut drittklassiger Politiker. 1994 Crime Bill, die grösste Verschärfung. Wo er sich nachher jetzt distanziert.
Ja, ja, jetzt sollte er sich aus der Schweiz ziehen. Ja, und er war auch nicht verantwortlich dafür. Er hat es nachher einfach gemacht. Nein, er ist einer von der, wirklich der, der es ausgebrütet hat. Das ist eine Erklärung zu dem, bitte. Was das ist eine massive Verschärfung von der Federal, also mehr Repression. Mehr Repression. Ja, okay. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Zum Beispiel. Das ist natürlich Bill Clinton wichtig. Genau, also schon mit Drogenkonsum und so Sachen. Aber eben, er ist eigentlich, und das ist in meiner Meinung nach sein Problem, er ist angetreten, als wäre er erstens ein Progressiver, als wäre, hätte er eine Mehrheit bekommen als Progressiver, aber er ist angetreten erstens als Zentrist. Er ist ja nicht glaubwürdig, weil er ist eigentlich immer ein Zentrist gewesen, er ist gar nicht glaubwürdig als ein Linker, aber er kommt super links rüber und hat den Stein ganz weit vorgeworfen. Ja, wobei er kann jetzt überhaupt niemand überzeugen, dass er mitkommen soll und deshalb hat er die Mehrheit nicht. Das ist, also ich finde, das ist ein klassisches Versagen. Es ist wie wenn wir in der Schweiz einen Bundesrat hätten, der extrem links ist und selber gar nicht war und plötzlich total links und der kommt auf die Welt. Der kann das nicht lösen. Was heisst das, wenn wir zum Schluss kommen können, für das nächste Jahr? Nächstes Jahr ist eine Zwischenwahl. Im Moment hat er noch die absolute Mehrheit in den Häusern und ist Präsident. Kippt das? Und was heisst das nachher für die letzten gut 3 Jahre von der Präsidentschaft? Also, das kippt sicher. Also, es kippt dort sicher, aber es ist auch ganz knapp. Also, im Senat ist es super knapp, oder? Und im Repräsentantenhaus haben sie sowieso schon verloren. Das letzte Mal schon verloren. Und jetzt teilt er das, wenn es so weitergeht, sowieso. Und wenn er jetzt ein totales Comeback könnte anbringen, ja, dann kann er es noch ändern, aber das traue mir ehrlich gesagt nicht zu. Und zwar eben schon auch mit dem Alter. Also er wird jetzt 79, er hat die Kraft gar nicht. Wir merken das, der hat doch die Kraft nicht. Ja gut, aber ich meine, da gibt es ja auch Hypothesen, dass man das schon gewusst hat und dass man eigentlich den Weg für seine Vize. Ja, aber dann ist aber sie noch ein Richtig, aber eben, je nachdem, ich meine, dass man da nicht gesehen hat, dass er unter Umständen dann die Kraft nicht könnte haben, da wäre dann auch ein bisschen naiv. Aber vielleicht ist ja da eine Hidden Agenda durchaus, also Hidden ist die Agenda gerne. Wer ein Kamala Harris der Präsidentin für Amerika? Ich sehe es nicht, weil sie ist von den Inhalten sehr, sehr schwach. Man hat jetzt von ihr eigentlich nichts mehr gehört. Sie ist im Amtisch. Ja. Man weiß gar nicht, was sie so recht macht. Aber es ist noch wahnsinnig. Ich meine, es gibt nur 2 Parteien in dem Land und die eine von dieser Redemritz hat kein Personal für die Führung vom Land. Es ist so ein Potenzial, oder? Ja. Das finde ich. Also es ist leider traurig, aber der alte Spruch stimmt. Demokraten sind Loser. Sie haben einfach das, was die Republikaner haben. Das Charisma, der Mut, auch anzustoßen, anzuecken, das fehlt ihnen. Das finde ich überhaupt nicht. Nein, die Demokraten sind super. Wichtige und grosse Präsidenten gehabt. Roosevelt war ein grosser Präsident. Bill Clinton finde ich auch ein hochbegabter Präsident. Ein paar Sachen gemacht, die Unsinn ist. Aber nein, das finde ich jetzt nicht. Das kann man so nicht sagen. Aber es war schon die spezielle Situation mit einem Trump. Sie wollten den Trump ums Verrecken wegbringen. Und gleichzeitig finde ich jetzt bei der Personalpolitik, sie haben nicht daran geglaubt, dass es geht. Ich meine, die ist super unbeliebt in der Partei, schon immer gewesen. Zweitens, sie ist schon bei den Primaries, vor den Primaries, rausgefallen. Weil die eigenen Leute haben sie nicht wollen. Sie ist eine unsympathische Person. Sie wirkt immer künstlich, sie lacht am falschen Ort. Sie ist eine ganz komische Person. Und dass sie hier überhaupt... Es ist komisch, dass er so übergewählt hat, der selber in der Partei schon umstritten war. Da hat man viel das Gefühl, hey, hat er überhaupt daran geglaubt, dass er gewinnt, oder? Weil es war klar gewesen mit seinem Alter, er hätte eine Bombenbesetzung müssen machen. Und das war nicht eine Bombenbesetzung. Gut, wir haben dafür eine Bombenbesetzung heute. Genau, ja. Ich sage mal selber, oder? Ja, das sage ich jetzt. Also. Ja, also mit Ausnahme vom Moderator. Nein, mit dem Moderator sind wir sehr zufrieden. Danke vielmals, danke, dass Sie da sind. Und das war der Auftakt zu einer Reihe, die wir mal versuchen in der nächsten Zeit. Herzlichen Dank, Susan Vinzenz, Marco Somm, danke vielmals und Marco Kovic. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Danke.